wo die Armee kam, ist vom Chiang Kai-shek. Das war eine riesige Armee, die dann eben auch durch Moyen ist und das Spital besetzt hat. Und das ganze Spital voller Soldaten. Und da haben wir keine Patienten mehr aufnehmen und sind auch keine gekommen, haben doch alle Angst gehabt. Und dann habe ich dem Chefarzt, dem Chinesischen, gesagt, also, wir müssen ihnen sagen, dass das nicht geht, dass da eine Armee ein Spital besetzt. Er hat gesagt, ja, du siehst Krieg, da kannst du nichts machen. Da habe ich gesagt, ja, nein, machen können wir nichts, aber wir können mit diesen Majoren reden. Mit diesen Offizieren können wir reden. Und dann hat er, ja, das kannst du nicht. Da habe ich gesagt, wohl, weißt du, ich rede schon, aber komm mit, dass wenn ich es nicht klar genug sage, dann hilfst du mir sprachlich. Aber ich übernehme die Verantwortung. Dann ist er gekommen. Dann haben wir die Offiziere, mit denen wollen reden. Und dann habe ich sie gefragt, was sie eigentlich für ein Ziel haben, wenn sie da so kommen. Ob sie wollen den Menschen helfen dem Volk oder ob sie wollen Schaden anrichten. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das können sie mir vielleicht sagen, dass ich da informiert sei. Dann sagt er, ja, also sie wollen schon, dass man Frieden habe. Und dann habe ich ja das, dann sei es wunderbar, wenn sie Frieden möchten. Und dann haben sie gesagt, jawohl, und wir gehen raus, 3 Tage sind wir aus dem Spital draußen. Und das hat gestimmt. Die sind gegangen. Und dann haben die Patienten wieder kommen. Aber für was haben Sie denn das Spital gebraucht? Haben Sie dort auch also verletzte Soldaten pflegen? Ja. Auch, alle. Oder auch vorher, so Partisanen sind, oder? Da war immer Krieg Ja. gewesen, oder? Aber nicht mit der Armee, das ist dann die Chiang Kai-shek-Armee. Das war dann eine grosse Armee, die zurück ist. Und dann nachher sind die ja nach Taiwan. Ja. Und dann sind Und nachher Kommunisten gekommen, oder? dann sind die Ja. Kommunisten gekommen. Und die sind dann da mit ihrer Kappe und dem roten Stern da gekommen. Und das Spital ist dann voll so Soldaten. Aber krank nicht gewesen, oder? Die sind alle kommen. Und die haben gepflegt und dann hat es neues Geld gegeben. Oder man hat in diesen grossen Körben alles voller Geldbündel und die haben keinen Wert mehr gehabt. Also es war furchtbar gewesen. Und die Leute, wenn sie von daheim weg sind und dann das Geld mitgenommen haben, bis sie im Spital waren, hat es nichts mehr wert gehabt. Und dann haben halt viele haben mit Hongkong-Dollar gezahlt oder mit japanischen Silbermünzen. Und dann habe ich einfach, ich habe dann ein dickes Buch gehabt, ein Buchhaltungsbuch. Und dann habe ich Heftchen gehabt und in einem habe ich einmal die Hongkong-Dollar eingetragen. Und dann, wenn ich auch Medizin kaufen konnte, ich hatte einen, der einmal auf Hongkong gegangen ist und dort wieder Medizin gekauft hat, wo die gebraucht habe. Und der ist immer durchgekommen und hat es einmal gebracht. Und den habe ich mit der Hongkong-Dollar bezahlt und konnte das brauchen dort unten. Und dann nachher habe ich dann, sobald ich das übergeben kann und die Medizin können kaufen, habe ich einen Eintrag gemacht im dicken Buch als Einnahme. Und dann halt als Ausgabe. Und dann sind da die roten Soldaten gekommen, mit Gewehr, gesagt, sie wollen die Buchhaltung kontrollieren. Und ich sagte, ja, nur kommen. Und ein dickes Buch, so gross und so dick, gegeben. Und Pult her, Stuhl her, nochmal einen Stuhl, da könnt ihr schauen. Dann haben sie da geblättert und so. Und dann auf einmal sind sie auf das gestoßen. Da, was? So viel eingenommen? Und ich gesagt, ja, weißt du, was ich für eine Freude hatte, dass so viel eingegangen ist. Aber da habe ich dann gerade wieder gebraucht. Und dann habe ich Medikamente gekauft. Und da habe ich Kästen aufgemacht, haben sie können schauen, da ist Medikament. Und wenn ihr krank seid, dann könnt ihr kommen und dann helfen wir euch. Das ist wegen dem, dass ich da eine grosse Freude hatte, so viel rein und dann so können kaufen. Und dann haben sie dann da ihre Gewehr wieder auf die Schulter genommen und haben gesagt, hau, hau, es ist gut, und ich habe gesagt, hau, hau. Pinon, Mann, Mann, Hang.
Und im Frieden sind sie wieder gegangen. Und dann ist alles weitergegangen.